dass er reich und abgeht mehr. Ich hab gesagt, Sie sollen anhalten. Sie sollen die Musik ausmachen, Sie arroganter Schnösel. Endstation! Fahren uns jetzt sofort in die Bockenheime, sonst bringen Sie um Ihre Lizenz. Du bleibst da. Datsch mich nicht an, du Lappendudel. Wir, wenn Sie sich beschweren wollen. Jetzt raus hier. Oder soll ich nachhelfen? Und erstehen Sie sich. Du wirst dich doch mit sowas nicht schlafen wollen. Ich kenne Ihnen so, was ist Sie? Zuhälte. Dreckquatsch, dreckiger. Auf. Einer von euch überhaupt bis 10 zählen? Bei euch in Taunustal sicher keine. Ihr begreift ja nicht mal die Fußballregel. Einsteiner trainieren seit Neuestem mit dem viereckigen Ball. Weil sonst das Spiel zu schnell wird. Macht die Mück, ihr Hinnewäldler! Ich hab gehört, du schreibst eine Serie über. Hey! Ich hab gehört, du schreibst eine Serie über Alkoholismus in der Bundesrepublik. Ich bin noch am Recherchieren. Da ist der Nackschuss. Komm, wir fahren doch mal nach Frankfurt, ich bin gut drauf. Ich muss morgen schon raus. Da ziehen wir doch gleich die Fahrerlaubnis ein. Seit wann gäbe Sie's Einsatzkommando? Nicht umdrehen. Die Bullen. Verdammt. Hundescheiße. Geschäftshalber, haben Sie nicht nötig. Na, dann reparier die Karre endlich mal, Mann. Ich stehe am Flugplatz in der dritten Reihe, ja, an 10. Stelle. Und plötzlich kriege ich eine Fuhre bis Aschebesch. Ja, und der Wagen springt dann. Alles klar. Da wird alles klar. So, Kinder, auf in die Reihe. Ja. Auf, rein bei der Mama. Tschüss. 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 Hier.
Saufen wir doch noch einen. Ich gebe einen aus. Halt, halt. Da lass du mal deinen Deckel. Oder meinst du, die Presse säuft umsonst? Ah. Geh, wir feiern oben weiter. Sag mal, sind das die, die den Hof vom Kilb gekauft haben? Nico und Annette. Da würde ich auch gerne mal die Post vorbeibringen. Wem du schon alles die Post vorbeibringen wolltest. Gibt nichts mehr, Schulz. Wir haben Feierabend. Das sehen wir. Ausweise bitte. Heute seid ihr aber spät, oder? Den Ausweis bitte. Ey. Riechen Sie das? Komm, leer die Tasche aus, weg. Ja, riecht's an euch und nach sofort. Hab nix. Was ist denn? Wenn hier drin einer Schied raucht, riecht der hochkant raus, ja? Und was ist das? Schulz, an deiner Stelle den schon mal die Hände waschen. Ich küsse euch schon noch. Eigentlich mal. Geh mir. Kommt doch mal wieder vorbei, gell? Spätestens ein Jahr reißt es euch den Schuppi hier ab. Dann wollen wir mal sehen, wer zuletzt lacht. Das ist vielleicht also doch was dran, ne? Vielleicht wäre es für uns alle das Beste, wenn die den Schuppen abreißen. Wir lassen uns doch nicht so wenigstens dir nichts hier vertreiben. Ewig können wir nicht so weitermachen. Ja. Solange uns nichts Besseres einfällt. Wir waren mit 20 pensioniert. Ich hab's satt, dauernd in dem Qualm rumzustehen und mir immer dieselben Sprüche anhören zu müssen. So ein Kneipenkoller lädt sich wieder. Sobald wir genügend Kohle in der Kasse haben, setzen wir uns für 3 Monate in den Süden ab. Nein, nur wir beide. Da säufst du doch auch nur. Und danach geht's weiter wie gehabt. Ach, danach. So weit denke ich doch jetzt noch gar nicht. Bleib halt da. Aber ich bin so aufgekratzt. Du musst dich doch nicht jeden Abend zusaufen. Nee, nur noch ein bisschen abreagieren. Ja, ja. Kaum taucht eine neue Frau auf. Hast mich natürlich mal wieder voll durchschaut. Bei unserem alten Metzger Schmidt. Thank you.
Ja, warte mal, ich komm ja. Grüß dich. Hast du Lust, dir mal unseren Hof anzuschauen? Ja. Hm? Kannst du Spanisch? Ja, das hoffe ich doch. Ich bin Übersetzerin. Steig ein. Bärbel. Was weiß er nicht, wo die Bärbel ist? Jugendkneipe unter Beschuss. Stadtverordnete fordern Entschließung. Jetzt weiß er auch, warum die Bullen laufen bei uns hin. Ja, uns hat das Gefahr zu schließen, dass er Rauschgiftumschlagplatz polizeilich bekannt ist. Komm. Das will ich mal genau wissen. Gib Gas! Krippel, ihr Verreckte! Sekretariat, Bürgermeister John. Ist mein Vater da? Ja. Aber ja, ich schon in Ordnung. Bei anständigen Leuten kommt mal an! Sind wir hier bei anständigen Leuten? Kannst du mal erklären, was das soll? Das fragt euch doch immer selber. Wenn mir die Polizei erzählt, dass bei euch mit Rauschgift gehandelt wird, Schuld kann ich mich schlicht vor euch stellen. Bloß weil mein sauberer Sohn mit drin steckt. Du tätst dich gerade vor uns schon. Gerade du. Was sollt ich für ein Interesse haben, euch zu helfen? Daheim verkümmerte Baugeschäft, bloß weil du Lump dich lieber den ganzen Tag volllaufen lässt. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Da musst du die anderen nicht mit dran ziehen. Wer hat er dann die Fetzen ins Hirn gesetzt? Guck dann halt an. Der ist nix, kann nix. Und aus dem wird auch nix mehr. Onkel Emil, bevor wir unsere Konzession verlieren, verlierst du dein Gesicht. Das gebe ich dir schriftlich. Da hat er nicht viel zu verlieren. Macht euch Schnaus, ihr Dreckwitz! Ich such dir endlich eine gescheit Arbeit. Ich muss ja auch mal an der Altersversorgung denken. Ach, Mama, nicht wieder die Alte in der Nähe. Ich sag nichts mehr. Der ist alt genug und muss selbst wissen, was er möchte. Jetzt lass doch mal den Bubu in Ruhe essen und spart euch das blöde Gewäsch. Der kommt auch nur haben, wenn er nichts mehr zu beißen hat. Jürgen, schenk uns ein kurzer Ei. Du trinkst nichts mit deinem hohen Blutdruck. Ja, aber nur ein ganz kurzer Ei. Ist man noch Herr in seinem eigenen Haus? Das ist mein Haus. Jedenfalls brauchst du von mir nicht zu erwarten, dass ich auch nur einen Finger krumm mache. Für euer Kaschem. Du bist jetzt auf der Seite von einem Schwager. Versteh dich das ja nicht, Bärsche, sonst hast du hier nichts mehr zu lachen. Ja, was fängst du dich dann an? Wenn es nach dem Onkel Emil geht, reißt er die Kneipe ab, macht die Straße breite. Bis jetzt wird gar nichts verbreitet. Schon gar kein Haus abgerissen. Prost, Opa. Prost. Wenn du mich fragst, ist es schon durch den Bauausschuss eine beschlossene Sache. Und dass er von der Heinsteiner wieder bestimmt wird, müsst ihr ja langsam selber wissen. Und sein Emil, der hat uns verraten und verkauft. Und sowas hat man in die Welt gesetzt. Dass der uns damals mit Heinstein verkuppelt hat, das war unser Unglück. Und uns genug Dreck für die Dir gekehrt. Irgendwann ist das Maß auch mal voll. Nächstes Mal fliege ich die Fetze. Nein, dann sitzen wir doch im selben Boot. Halt ihr euch da ja raus. Oder meinst du, dass hier einer am Ort mit euch gemeinsam Sach mischt? Oder mit dem Gesindel, das sich bei euch rumtreibt? Ja, sollen wir vielleicht ruhig zugucken, wie die unsere Ladetisch machen? Wenn die uns die Konzession entziehen, sitzen wir alle auf der Straße. Wir hatten jahrelang kein Eier mit der Bulle. Warum sind die ständig da? Das hat mit dem Straßenausbau überhaupt nichts zu tun. Der Schulz hat es auch gezettelt.
weil sie seine Tochter bei euch rumtreibt und kann nach mir heimgehen mit ihrer 15 Uhr. Und der wird der nicht mehr her? Das geschieht ihm aber recht. Er war früher selber der schlimmste Tauchdieb. Okay, ist sinnungsmäßig alles klar? Ich komm gleich. Du kannst dem Horst ja schon mal zeigen. Hier der. Nee, nicht du. Mein Besuch. Also, wann wollen wir das Pre-Production-Meeting machen? Hm? Jetzt sag endlich, was du vorhast. Wirst du gleich sehen. Töpferei und oben drüber dann die Wohnung. Tja, du sollst mir sagen, was das kostet. Ich glaube, bei dir sind Sicherungen durchgeknallt. Das macht der Jürgen nie mit dir. Dann soll es lassen. Ich bin jetzt 30 und möchte auch mal ein Kind. Irgendwann. Und es soll nicht in der Kneipe aufwachsen. Soll man Horst nehmen? Schon eine ganze Weile. Wie viel Monat bist du? Im zweiten. Aber weh, du sagst ein Wort zum Jürgen. Ich glaube, du machst einen großen Fehler, wenn du den vor vollendete Tatsachen stellst. Ich will das Kind. Und wenn er es nicht will, werde ich auch irgendwie alleine klarkommen. Egal, wie du es drehst, du zwingst ihn zu einer Entscheidung. Ja? Wäre das was für dich? Ja, kommt auf die Kosten an. Die kannst du selbstverständlich mit der Miete verrechnen. Bräuchte es nix. Neue Fensterstück bräuchte man. Bad. Das Dachgeschoss baue ich dir aus, spitzenmäßig. Mensch, ist ja Wahnsinn hier. Trotzdem, übers Finanzielle müssten wir noch mal reden. Die Miete ist einfach zu hoch. Und dann müsst ihr halt ein bisschen mehr Bier verkaufen. Was tut sich dann? Genau das, was wir prophezeit haben. Wir wollen jetzt praktisch den gesamten alten Ortskern abreißen. Hier. Hast du den Artikel gegen unser Kneipp versagt? Das war doch nur offizielle Mitteilung. Ach so. Ach, ihr Hansje, nicht mal verhindern, nicht auf unsere Argumente einzugehen. Aber guckt euch doch den Verkehrsplan überhaupt erst mal an, bevor ihr wegfahrt. Wenn ihr Mehrheitsbeschlüsse in den Aktien gehen könnt, seid alle reif für die Demokratie. Ach komm, wir reden beim Hirschen wird weiter. Und wenn du ein echter Taunustaler wärst, dann kämpfst du mit. So was mit dem in der Familie zu haben, ist eine Schand. Was willst du dann, du Erbschleicher? Was hast du gesagt? Das nimmst du zurück! Komm, mach dir die Finger nicht dreckig an dem, komm! Mit deinem Finger, meine Herren! Dann bin ich fertig! Bleib doch vernünftig! Mach dir die Was war denn der Stein des Anstoßes? Die Taunustaler leiden unter der Zwangsvorstellung. Ihre Gemeinde wird überfordert und einseitig belastet. Naja, da ist natürlich eine sinnvolle Zusammenarbeit sehr schwierig. Zumal der Konflikt durch alle Parteien geht. Scheiße! Könnt ihr die nicht hier in der Wirtschaft gehen? Bewegung macht jung und hält mich dann. Ja, weißt du, du kriegst dann Führerschein irgendwann mal wieder. In der Standortfrage des Klärwerks und des Einkaufszentrums wurde gegen den Willen der überwiegenden Mehrheit der Taunustaler Bürger entschieden, die in beiden Fällen vergeblich die Gerichte bemühten. Soll das immer so weitergehen, bis unsere Heimat zur Unkenntlichkeit verunstaltet ist? Nein, wir fordern, Dankeschön, Abschaffung der Hainsteiner Fremdherrschaft,
Selbstverwaltung für Taunustal oder Angliederung an den Gußbacher Gemeindeverbund. Hallo! Richtig! Wer hätte beim Unterschriften sammeln? Das geht doch aus, wie Sonnberger schießen. Fangen wir morgen gleich mit an. Was bist denn du für ein Reporter? Ein Bericht halt über Sonnberger schießen. Sonst kannst du sehen, wo du demnächst dein Bier säust. Flachmann. Heinstein Erfolgstheater oder Spätfolge der Gebietsreform, wie dem auch sei, das, der formuliert sich einer ab, der Typ hier. Die Taunustaler Bürger wollen nicht zur Heinsteiner Mülldeponie verkommen und bereiten deshalb eine Sezessionspetition. Was? Sag mal, war denn das Wort aufgeschnappt? Sechs der beste Wirtschaft. Eine Sezessionspetition an den Hessischen Landtag vor. Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Heinstein ist schon während des Baubooms in den 60er Jahren bis an seine Grenzen expandiert. Taunustal hat noch begehrtes Bauland. Hinzu kommt die traditionelle Feindschaft zwischen beiden Gemeinden und so weiter. In nächster Zeit werden die Bulle bei uns noch Dauergäste. Naja, so offensichtlich können sie es auch nicht bringen. Oder jeder im Ort weiß, dass demnächst unser Haus abgerissen werden soll. Die brauchen uns nur ein Kilo Schiet im Scheißhaus deponieren. Schon ist die Kneipe dicht. Fragt sich sowieso, ob wir die Kneipe so weiterführen wollen. Vielleicht sollte man einfach abwarten, was sonst so viel bietet. Ich war schon nicht still, wenn die bei der Ast absägen wollen, auf dem ich sitze. Ich weiß, dass ich keinen guten Zeitpunkt erwische, aber trotzdem. Ich steige aus. Ich habe bei Nico und Annette eine Werkstatt gefunden. Aha. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Wenn ich es jetzt nicht mache, packe ich es nie mehr. Und für dich wäre es auch an der Zeit. Ach, so ein Schwachsinn. Wie willst du das überhaupt finanzieren? Baumaterial könnte ich billig bei meinem Vater abstauben. Ich bräuchte halt meinen Anteil. Und von was sollen wir das neue Taxi kaufen? Na, da reparieren wir halt das alte. Ja, das habt ihr euch so gedacht. Wir haben doch gar keine Zeit, Taxi zu fahren, wenn wir ihr beim Umbau helfen. Müssen wir da arbeiten? Wenn du uns in der Situation im Stich lässt, hast du von mir keine Hilfe zu erwarten. Hey, jetzt seht ihr Sache doch nicht so eng. Nee, nee. Ich fahre die nächsten Monate Kohle rein und den Winter verbringe ich im Süden und nicht in dem geschissenen Kaff hier. Und in deine Buchwerkstatt setze ich keinen Fuß. Hey! Trete mir die Knochen! Geh hoch, Vater, du gehörst ins Bett! Geh mal aus der Aare, du Verbrecher! Da ist jedes Wort zu viel. Gib doch ab, du Flasch! Helle nahe spiele die heute einen Stiefel zusammen. Das war da nix! Halt nur Bärschchen, die schmecken! Stunde. Da stehe ich gar nicht also, so lange durch. Also reiß dich am Riemen, hau dir ein Ding in den Kasten, sonst brauchst du dich bei mir nicht mehr sehen lassen. War da nicht? Raus, den Mann, raus! Ja, Herr Kies, ja, komm mal mit. Lauf, aber lauf schnell. Jetzt brauch dich nämlich mehr. Yeah.
Das gibt's doch nicht! Wie frech seid ihr, Schaumstahle? 200! Jetzt glaube ich auch noch! Schiedsrichter ans Telefon! So, da, hier. Henne, an die Spitze, gibt Arbeit. Fertig! Oma, Entschuldigung, das war nicht. Ihr Rotzbube! Albert, der Narr hat mich ganz nass gemacht, aber sonst habt ihr das gut gemacht. Kannst du mit heimnehmen und durchlesen. Unsere Stimme habt ihr ja gleich freiwillig verzichtet. Wird sich auch mal anbemühen können. Oder hätte ich dir vielleicht auch noch nachlaufen sollen? Das wäre das erste Mal, dass du unser Haus betrittst. Das täte ich mir auch lieber nicht an. Du hast mir schon genug graue Haare gemacht. Lass dein Bob in Ruhe, der ist nicht unrecht, gell? Fußball spielen kann er. Fußball? Komm, unterschreib. Na komm, der ist 35, hat nichts auf der Seite. Ein Haus in einem Dreckloch, dass man sich schämen muss. Wo der haben die schönste Wohnung haben könnt. Die jungen Leute müssen sich die Hörner alle abstoßen. Aber für was hat denn dich dann sein Lebtag geplagt? Ach, für mich vielleicht. Wäre aber nicht nötig gewesen. Lass dich mal wieder daheim sehen. Opa geht's nicht gut, er möchte auch nicht mehr lang. Am Sonntag war er noch topfit. Na ja, und dann hat er die ganze Nacht gekeucht. Was muss der Aalner auch noch auf den Fußballplatz? Also heute wird's nichts mehr. Abends mach ich die Theken, jetzt leg's mich aufs Ohr. Ihr könnt auch leichter haben. Hätte auf mich gehört und seinen Lehrer gemacht. Der wäre heute arbeitslos. Willst du nicht mit uns frühstücken? Nee, ich bin hundemüde. Bin 14 Stunden Taxi gefahren. Zieht auch gar nichts mehr heim. Was soll ich denn hier? Du hast ja eh nur noch der Werkstatt im Kopf. Leg dich alle Biste zu mir, wenn du magst. Nee. Da habe ich jetzt wirklich keinen Nerv für. Na ja, war ja nur ein Vorschlag. Lassen Sie doch den Unsinn.
Gib mir sofort her, ich ruf die Polizei! Ja, holt euch! Das geht zu weit! Sind Sie wahnsinnig? Mach die Flatter, sonst gibt's dicke Ohren! Aber auf! Er kommt. Ah, überlegt noch. Zögert. Mensch, Junge, mach keinen Fehler. Scheiße. Was hab ich dir gesagt? Die Wette geht an mich. Psst, lasst euch nichts anmerken. Oh, wer ist denn der Besuch? Gemütlich hat das hier. Das wird schon. Moin, kannst du hier vom Boden essen. Wir machen eigentlich heute Abend die Kneipe. Du kannst deinen Laune machen. Mach hier noch ein Stündchen. Komm nachher runter und helf dir. Heute ist Bürgerversammlung. Aber euch scheint ja wurscht zu sein, was aus unserem Laden wird. Wir können uns ja auch nicht zerreißen. Kannst du es erzählen, was gelaufen ist? Was sagst du zu dem Brenner hier? 2000. Du bist doch so gut wie geschenkt. Ja. Der ist der Vorbesitzer wahrscheinlich gerade pleite gegangen. Der soll öfters vorkommen in der Branche, oder? Immer runter machen. Ist aber typisch für Steinböcke. Wieso? In Krisenzeiten brauchen die Leute unbedingt Kunsthandwerkliches. Besonders die Nachfrage auf dem Keramiksektor. Steigt er sprunghaft an. Von Wirtschaft versteht er was. Wenn du nur zum Stänkern hergekommen bist, kannst du gleich wieder gehen. Schon weg. So, ich glaube, das wär's dann. Ach, wenn man bedenkt, dass alles, was du denn mit deinen 30 Jahren angeschafft hast, in so einen kleinen Bus da reingeht. Da kann ich viel los sein mit dir. Beim nächsten Umzug brauche ich dann einen Lastzug. Ich gehe schon rüber. Aber soll ich hier anwachsen oder was ist los hier? Ja? Das Ding ist auch schwer. Hier, Emil. Ich hab gehört, du kandidierst im Taunustal, wenn wir selbstständig werden. Jeder kam. Mama hat erzählt, du wolltest doch noch deinen Architekt machen? Die rettet viel, wenn der Tag lang ist. Wenn dir das wirklich ernst ist. Du weißt, über finanzielle Unterstützung lasse ich immer mit mir retten. Ich hab mein Auskommen. Fragt sich nur, wie lang noch? Glaub ja nicht, dass du uns so leicht hier rauskriegst. Was Besseres kann euch doch gar nicht passieren. Ihr kriegt eine sechsstellige Entschädigung. Könnt euch ein anderes Lokal aussuchen. Wenn ihr euch unbedingt um den Rest von eurem Verstand saufen wollt. Soll es heißen, dass du uns so lange unsere Ruhe lässt? Das kannst du verstehen, wie du willst. Überleg dir mein Angebot.
bisschen mehr, gell? Mit Hoffnungen und Träumen betrügt man sich leicht. Doch ich weiß, ich hab den Tiefpunkt noch lange nicht erreicht. Die hatte ich ganz schön ausgeblendet. Ich wollte gar nichts von dem Kram. Ein weiches Bett, was braucht der Mann mehr? Kräftiger Schluck, wie du aussiehst. Da. Ja, du kannst recht haben. Ein paar Regalbretter stehen oben im Speicher. Und bei meiner Mutter im Keller liegt auch noch einiges. Eine Hängematte, eine Palme und eine Höhensonne. Das reicht doch. Lass deine Kopf nicht hängen. Zuerst lassen wir die Wutz raus, dass es fürchterlicher wird. Da sind wir beide. Die sind nicht aus der Welt. Meist kommt alles noch viel schlimmer, als man vorher denkt. Einer ist auf der Nadel, ein anderer hat sich aufgehängt. Selbstmord kommt in Mode, ich werf's Handtuch nicht so leicht. Doch ich weiß, ich hab den Tiefpunkt noch lange nicht erreicht. Ja, Weitermacher, ich bin stolz auf dich. Mach du dich nur lustig. Die Arbeit von mir. Ach, hör mal. Wir müssen uns mal so langsam damit befassen, was passieren soll, wenn eure Petition abgelehnt wird. Da sind nämlich ein paar spektakuläre Aktionen fällig. Ich hab dir schon einmal gesagt, du sollst es uns überlassen. Dich will ich sehen, wenn die Polizei mit Wasserwerfer anrückt. Hast du dann immer noch nicht genug vom Demonstrieren? Musst du in deinem Alter noch mit der Polizei rumschlagen? Mama, gerade das sollte man eben vermeiden. Mit List. Komm, lass den alten Mann nicht warten. Wir unterhalten uns später. Putzt er die Schuhe ab? Ja, ich putze die Schuhe ab. Na, Opa? Mama sagt, du willst bald schlapp machen? Wenn ich auf die Hände, da wäre ich schon seit 10 Jahren unter der Erde. Ja, mein Gute. Ach, das ganze Bett verwurstelt. Hat man da nicht einmal 5 Minuten Ruhe? Sie hat mal auf mit der Rumräumerei. Stimmt es, dass da dein Mädchen fortgelaufen ist? Ach, Dorfgewäsch. Brauchst du ja nur so versoffene Aare angucken. Ist ja auf die Dauer kein Leben für so eine Frau. Mach dich in Außenhalter, Schlappenhaus. Ach, so das ist ein Quid und Gret. Der Dachdieb, der hat sich. Erzähl's deinem Opa. Na, die Bärbel macht das schon richtig. Die weiß, was sie will. Ich habe immer gesagt, Weiber müssen wir Kinder. Da sind sie beschäftigt und gäbe wo. Guck dir die Welt doch mal an. Kannst doch keine Kinder mehr reinsetzen. Ich verstehe euch junge Leute nicht mehr. Wir haben zwar Krieg überstanden. Inflation und Arbeitslosigkeit. Und haben doch Kinder großgezogen, wenn man selber nichts zu beißen hat. Ich glaube, du willst unbedingt, dass ich dich noch zum Urgroßvater mache. Und du, Bub, was willst denn du? Am liebsten, dass ich ganz von ihr abhaue. Du kannst dich für nichts entscheiden, das ist dein Unglück. Ich bin Taxifahrer und Wirt. Ich verstehe nicht, wieso das keiner akzeptieren kann. Komm, du brauchst mir ja nichts zu erzählen. Du weißt ganz genau, dass du deine Menschlichkeit verplemperst. Du warst mir immer der Liebste. Und ich habe immer geglaubt, dass aus dir noch was wird. Nicht so ein Gauner. Wie der Emil. Oder dein Vater. Der Arschkriecher.
Gib dir eine Mädchen mal einen Sekt aus. Den kannst du ersparen. Guck mal, wer da kommt. Come to Daddy. Hey. Ham. Nix wie Herrscher hat mit denen Kinder, gell? Und du lass dich nicht mehr bei uns blicken. Gerade in dem Alter, wo die Mädchen läufig werden. Macht eine Klausäue! Dann passt du schon auf, dass nichts passiert. Treib's nicht so weit, sonst lernt er mich kennen. Hier. Ich wollte schon immer mal vernagen, echt. Du hast halt Geschmack. Ja, ja. Kaum ist Sterben weg. Wird hier auch Bier verkauft? Finde mal, ich bin gerade am Abkassieren. Ja. Also wenn man seiner Freizeit schon am Arbeitsplatz hockt, dann wird's quälisch. Keine Ahnung, ich sag dir's. Was bist du jetzt am Schaffen? Wenn du einmal als Bauer angefangen hast, kommst du nicht mehr davon runter. Jetzt weiß ich auch, warum die ganze Häuser ständig auf Bastler sind hier. Vielleicht komme ich ja doch noch zur Architektur zurück. Echt? Jetzt flippt er aus. Willst du jetzt doch noch auf deine alten Tage bei deinem Vater unterkriechen? Blöder Hund. War ja nur mal erst so eine Idee. Was macht die Bärbel? Was suchst du da mal? Ich würde dich ja ablösen. Du frierst doch. Schön warm bei dir. Schön, dich zu spüren. Wenn du dein Ingenieur machst, überschreibe ich das Geschäft, dann bist du dein eigener Herr. Schau! Hier so fantasielose Wohnbunker in die Gegend zu klotzen. Wenn, dann spezialisiere ich mich auf Altbausanierung. Oder ich kaufe mir eine Ruine in Sardinien, baue sie aus, verkaufe sie, von dem Wind kaufe ich mir zwei neue. Und irgendwann habe ich ein Feriendach für abgehaltene Kommunalpolitiker. Schlachter doch endlich die Fetzer aus dem Kopf. Da oben wird in den nächsten 10 Jahren der ganze Hang voll gebaut. Da verdienst du genug, dass du dich mit 50 in deinem eigenen Ferienbungalow zur Ruhe setzen kannst. Womit brauchst du dir keinen Gedanken zu machen? Bist alt genug? Meld dich, wenn du was brauchst. Jürgen? Ja. Komm rauf! Ja, mein Herr. Hallo. Hallo. Ja. Na, was sagst du? Wahnsinn. Gefällt's dir nicht? Doch, doch. Ist spitze. Zeig mal ein bisschen mehr Begeisterung. Au! Oh.
Ja, das könnte ich mir ja ein bisschen einrichten. So als Rückzugsmöglichkeit. Aber später wird es mal das Kinderzimmer. Bis dahin fließt noch viel Wasser der Bach runter. Jürgen. Ja, die Schwiegereltern kommen auch schon. Die kannst du jetzt jeden Mittag zum Kaffeetrinken einladen, wie ich das gehört. Ich kann mich beherrschen. Komm, mach die Mück. Hi, Onkel Edwin. Aha, gut. Ja. Und Lidon. Wer lebt? Und ihr hängt schon wieder am helllichten Tag an der Flasche. Mhm. Nehmen Sie doch Platz. Ah, nein, bleib es nur. Sie müssen mir wohl nicht lang stehen. Bärbelchen, zum Einstand alles Gute. Ihr wolltet bloß mal schnell gucken, was ihr so fabriziert habt. Ja, das war doch nicht nötig. Danke. Na, dann schaut euch mal um. Ja. Ja. Putz die Schuhe. Ah, das sind deine Eltern. Das hast du alles selber gemacht. Ja, woher kannst denn du sowas? Gelernt ist gelernt. Also bist du eine richtig Künstlerin. Da hörst du, was du an der Mädchen hast. Hauptsache, du weißt, was an mir hat. Ja, wir können ja mal gelegentlich so von Hausfrau zu Hausmann ein Kochrezept austauschen. Genau, wir werden uns die Zeit schon vertreiben. Hier, seid bloß vorsichtig, ja? Hier, was ist? Ich dachte, Eifersucht wäre out. Was tut sich eins wegen der Kneipe? Ja, bisher haben wir es noch immer zu wehren gewusst. Das habt ihr euch aber schön gemacht. Wirklich, ja. Solide Arbeit. Hätte ich euch gar nicht zugetraut. So langsam werden wir doch noch solide, was? Und du setzt dich wieder ins gemachte Nest. Hm. Naja, ein bisschen hat er schon auch mitgeholfen. Sagt mal, könnt ihr euch eigentlich nicht einmal richtig Bett kaufen? Das ist doch nichts mit der Matratze auf dem Boden. Ja, da macht doch mal keine Gedanken. Wenn wir anbauen, dann kaufen wir sowieso komplett Schlafzimmergarnitur. Wo willst du hin? Zigarette holen. Aber gut. Hey, 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 hey. Oh, das ist zu
jetzt hat er aber ganz schlecht. Hallo. Kann ich dir was trinken? Komm heim. Durst genug. Ich bin hier daheim. Dann mach doch, was du willst. Wir machen endlich Feierabend. Tequila angezeigt. Auf die Gas hier. Jetzt warte mal. Ich komm schon alleine klar. Kümmer dich lieber um diesen Vollidioten. Der Gast war doch in Urlaub. Schade! Sei doch kein Frosch! Meine Heimat ist die Kneipe. Hier trage ich meine Zukunft zu Grabe, Horst. Bring mich mal hoch und zieh mir die Stiefel aus. Und bring die heim, da die. Liebe Thomas Körner, mit Böhr und mit Schröder. Die Sauerei ist perfekt. Die Landesregierung hat meine Petition auf eine autonome Gemeindeverwaltung. Oh, Heider, du Simpel! Die Landesregierung hat unsere Petition auf eine selbstständige Gemeindeverwaltung abgelehnt. Es war doch nicht anders zu erwarten. Die Verheißungswosen noch keine. Die Lumpe halten halt das. Sauer wegen. Ich war nicht sauer, höchstens ein bisschen traurig. Ich hab einfach Schiss, dass mir auf die Dauer zu eng wird. Zu familiär. Ich hab das schon verstanden. Fängst du jetzt auch noch stricken an? Familiär. Dass du das bis jetzt nicht gemerkt hast. Sam still. Pass doch auf! Das kann ich jetzt alles nochmal machen. Tut mir leid. Kann ich irgendwie helfen? Kannst du. Das muss sorgfältig geknetet werden. Und zwar mindestens anderthalb Stunden. Um Gottes Willen. Alle, die sich der Willkür einer Heinsteiner Fremdherrschaft nicht länger beugen wollen, sollen heute Abend um 20 Uhr in den Saal der Taunuswirtschaft kommen. Freiheit für den Taunus! Der Wald muss weg! Die Landesregierung hat die Petition abgelehnt. Wir lassen uns das nicht gefallen. Jetzt gibt's Revolution. Ist gesperrt. Hier, Eckart, lass mich durch. Ich muss Geld verdienen. Und ich dich gerade noch erwischt, Bärsche. Wenn ich Taxometer einschalte, kommt dich das teuer. Du bist ein schöner Salonrevoluzzer. Erst große Rennen schwingen und nachher, wenn's ernst wird, den Schwanz einziehen.
Flecken schon mal Arsch. Scheuer, bevor ich dir Schwierigkeiten mache. Geht nicht, die Maschine ist im Arsch. Mach. Kennzeichen und dir ein Strafmandat ausschreiben. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Ich fordere Sie hiermit auf, umgehend die Straße zu räumen und für den Verkehr frei zu machen. Bitte machen Sie sofort die Straße frei. Sie begehen eine strafbare Handlung und riskieren die Beschlagnahmung Ihrer Fahrzeuge. Lass mich mal. Liebe Mitbürger, darf ich euch zu dieser Aktion beglückwünschen. Es ist euch gelungen, auf euer Anliegen aufmerksam zu machen. Lasst es dabei bewenden, nicht nur, dass ihr Autofahrer, die euch nichts getan haben, nach einem anstrengenden Arbeitstag daran hindert, nach Hause zu kommen. Ihr riskiert auch, dass die Aktion Folgekosten für euch hat. Also, seid vernünftig. Also komm, mach dir runter, dass ich ausreden brauche. Runter von meinem Fahrzeug, ja? Hey, was soll denn das? Ich bin eingekeilt worden, das siehst du doch. Sie können ja Widerspruch anlegen. Ich zahle doch nicht noch dafür, dass ich hier in der Durchfall gehen worden bin. Erzähl mir doch nichts. Bist doch jeder Oberstifte. Aber diesmal bist du reif. Das kostet dich deinen Gewerbeschein. Und du bist der Arschloch. Eins verspreche ich dir. Was du uns in den letzten Monaten kostet hast, zahle ich dir irgendwann eine Fälle und fände ich wieder heim. Was willst du? Du willst mir drohen? Ausgerechnet du? Hör auf! Ach, bitte, nein, ich hab dich dir nicht gesagt. Du sollst jede Auseinandersetzung vermeiden. Und sie setzen sich in ihr Auto, verstanden? Lieber weg! Ich lass mich doch nicht von dem Arschloch titulieren. Ich habe mich schon von dem alten Eckert als Salonrevoluzzer beschimpfen lassen. Das sieht man mal, wie weit es mit dir kommen ist. Ich weiß zwar nicht, wo er das Wort her hat, aber ich weiß, dass langsam Zeit wird, dass mir der Sache mal unseren Stempel aufdrücken. Genau. Du hast jetzt auch lang genug den Kopf in das Sand gesteckt. Jetzt flippt er gleich aus, nur weil hier für ein paar Minuten Verkehr aufgehalten worden ist. Wir flippen halt aus. Wir nehmen jetzt erstmal Akteneinsicht. Was meinst du damit? Dass wir die Verwaltung lahmlegen. Die nächste Reihe dann dreigeschossig, darüber zwei, und den gesamten oberen Hangbereich würden wir mit Reihenhäusern bestücken, sodass wir alles in allem auf 140 Eigentumsobjekte kämen. In den nächsten 2 bis 3 Jahren halte ich das nicht für durchsetzbar. Dafür ist die Situation innerhalb der Gemeinde einfach zu überreizt, wegen des geplanten Ausbaus der Hauptstraße. Gerade in dem Punkt hätten wir Ihnen eine Alternativlösung anzubieten. Bestimmt haben Sie auch schon daran gedacht, nämlich eine Umgehungsstraße. Zu teuer. Das Tal verläuft einfach zu schmal. Ja, sicher. Wenn Sie die große Lösung vor Augen haben und es in der Längsrichtung umgehen wollen. Wenn man aber direkt vor dem Dorf abzweiche und die Trasse über eine Eisenbahnbrücke an der geplanten Siedlung vorbei bei den Bersch führen und auf der Höhe von Oberheinstein an der Autobahnzubringer anbinden würde, dann hätte man einen Großteil des Verkehrs aus dem innerdörflichen Bereich abgezogen. Sowohl von Taunustal als auch von Heinstein. Und das Land hätte den Löwenanteil der Kosten zu tragen. Das wollte man ja immer. Das ist uns aber nicht genehmigt worden. Wir haben den Plan schon mit Ihrem Parteifreund Schmalz abgesprochen und sehen da eigentlich keine Probleme mehr. Und der sitzt ja bei Ihnen im Aufsichtsrat. So ist es. Aha.
So funktioniert das. Brauchen Sie noch lang? Bin im Moment fertig. Sie arbeiten sich noch auf. Irgendeiner ist ja immer der Dumme, an dem die Arbeit hängen bleibt. Der Alte. Scheiße. Schnapsen aus! Halt! Was kommt da? Auf jetzt drauf!
tun? Bis auf Oberweide. Ich muss doch haben. Wir gehen doch nicht nach Hause. Nach Hause gehen wir nicht. Albert, denkst du das nicht? So, mein Bob, bitte. Und jetzt wirst du mal vom Vater schön gepackt. So. Gleich die Leute zusammenschreien. Es redet nicht, es wird gleich hell. Hier, die Oben liegen so gut. Ich denke, ich trotzdem zur Sicherheit einen Plan habe. Logo. Auf. Siehst du was? Sofa werden. Lass doch schnell. Zeit hast du mir wieder ausständige Braut suchst. So stehst du demnächst noch mit dem Bonbon-Duft vorm Schulter. Nacht, Bärsche. Gute Nacht, Mensch. Rathaus Heinstein. Moment, Frau Bürgermeister. Herr Bürgermeister, jetzt Ihr Frau... Nicht. Also, Sie machen mir umgehend eine Aufstellung sämtlicher fehlender Unterlagen. Ja, worauf wartest du noch? Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Alle. Also, ich bin unschuldig. Ich habe die Alarmanlage ordnungsgemäß eingeschaltet. Gehen Sie mal auf den Weg. Was sind denn meine sämtliche Akte? Das täte ich auch gern wissen. Ja, aber ich habe um 9 eine Trauung und die Heiratspapieren sind weg. Was soll ich denn da machen? Hinhalten. Und vorerst kein Wort an die Öffentlichkeit. Jürgen. Hey, Jürgen. Deine Mutter hat bei mir angerufen. Du sollst schnell nach Hause kommen. Bärbel. Bärbel, schau bloß nicht, was du da siehst. Hey, warte mal! Bärbel! Ja, Sie haben sich das also auch wirklich alles reiflich überlegt. Ich meine... Trauen Sie uns jetzt vielleicht endlich? Ja, natürlich. Das heißt, ein Moment schon noch da. Ich bin gleich wieder da. Bitte. Also, hast du einen Bayernmeister seinen Bub gestern hier gesehen? Oder seinen Cousin? Abgeschlossen, dort verlege ich meine Hand ans Feuer. Ich glaube dir, ja. Im Moment, Momentchen mal, Frau Beck. Nicht berechtigt, irgendwelche Auskünfte zu erteilen. Frau Beck, das geht jetzt beim besten Willen nicht. Ermittlungen nicht zu gefährden. Sie machen sich überhaupt keine Vorstellung, was hier los ist. Ich will nicht, wenn ich Sie noch mal störe. Aber ich kann die Leute nicht verlangen. Ich sage Ihnen, er soll sie zurückrufen. Sie müssen die Situation jetzt erklären. War was Wichtiges bei den Unterlagen? Das überblicke ich im Moment noch. Ja, was ist dann jetzt? Ach, Schicksal haben. Die rennen noch früh genug in ihr Unglück. Rathaus Heinstein. Ich verlange, dass mir jetzt sofort auf die Stelle getraut werden. Herzliches Beileid. Mein Seele habt ihr. Das ist ein Skandal, ist das? Mir sind die Zeuge. Jetzt gibt's Rabatz. Jetzt habe ich den ganzen Laden zu sein. Sei durch. Herr Bürgermeister. Nein. Aber. Ja, ja.
Feiern Sie trotzdem? Was ist denn hier los? Herr Bürgermeister! Nicht! Also nicht nett mit Kleinkampf, schafft mir die Akte bei. Ja, du hast gut rettet. Dann was für das der Hochzeitstag? Schalt meinen welches BKA ein, aber mach was. Ach ja, schau Sie mal lieber die Papiere bei. Und stell mir endlich einer die scheiß Musik ab! Arschgesicht. Bitte? Herr Bürgermeister, ich... Sie berufen mir sofort für heute Abend 6 Uhr eine außerordentliche Fraktionssitzung ein. Du hältst dich für eine eventuelle Anhörung parat. Sie, Ihr Schwester... Haben Sie mich verstanden? Ja, die Frau Weck hat gerade angerufen. Herzliches Beileid. Wieso? Ihren Vater ist gestorben. Ach, ausgerechnet. Der konnte sich auch keinen passenderen Augenblick aussuchen. Was ist auf meine Hose auf? Kriegen wir schon? Möchten Sie noch einen Blick auf den Verblichen werfen? Nein. Das ist das Untergewehr. Mit Bolt! Wir hören noch gefahren dazu. Hey! Aufstehen! Los, aufstehen! Oh Mann, was ist denn? Hallo! Das war jetzt echt filmreif. Hier treibst du dich um. Mach dich Scham. Deinem Vater verzähl ich was. Da war ja gar nichts, ich war ja nur besoffen. Seit wann vergreifst du dich an kleine Mädchen? Geh weg. Dich bringe ich ins Zuchthaus. Du Verbrecher! Naus! Das habe ich kommen sehen. Musst du uns das auch noch antun? Nimmst du denn so gar keine Rücksicht auf deine Eltern? Sagen Sie mir doch erstmal Ihren Namen. Ich kann schon überhaupt nichts mehr erinnern. Wir müssen uns Schnaps ins Cola geschüttet haben. Mädchen, ich hab gleich gesagt, sauft lieber Limo. Ihr geht ab nach Butzbach. So war ich hier stehe. Da musst du aber was einfallen lassen. Und sagen Sie uns endlich, wo Sie letzte Nacht waren. Ich sag da nicht alles dreimal. Das will ich vor allem von dir wissen. Bei deiner Frau, wie soll ich dir das noch sagen? Frag's halt selber. Du reizt mich nicht. Lass dich nicht provozieren. Sein Alibi scheint zu stimmen. Tja, können wir ja gehen. Bleib sitzen, sonst. Solch Blut ist Herz. Sie können gehen, aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Was? Sie wollen die doch nicht laufen lassen. Das überlassen Sie bitte mir. Wir fährt uns jetzt heim, Schulz? Mach dich schon aus, bevor ich mich vergesse. Denk an eine Portion. Gute.
mitfahren, ne? Das ist ein Blase an dem Bild. Gib Gas und lass die Reifen glühen. Ihr seid mir vielleicht Fegel, ne? Schade, dass das euer Opa nicht mehr erleben konnte. Also mal, unser West ist im Blühen, du weißt. Ja, wer es glaubt, erzähl ich, ne? Haben sie euch schlafen lassen? Wir sind vollkommen unschuldig. Da habt ihr euch was geleistet. Stimmt, Abeck, ich hab der Klasse gemacht. Den haben wir es gezeigt. Weiter so. Mir auch an die Nieren. Gestern wollte ich ihn noch besuchen. Ich hatte ihn so gern. Jetzt habt ihr ja wieder Oberwasser. So leicht lassen wir uns jedenfalls nicht vertreiben. Das hast du ausgeheckt, gell? Sieht dir ähnlich. Immer wenn du gar nicht mehr weiter weißt, musst du den Helden spielen. Die Kneipe ist dabei gar nicht mal so wichtig. Sehr reife Leistung. Was habt ihr euch von der Aktion versprochen? Ja, also, ich bin der festen Überzeugung, und da stehe ich ganz persönlich dafür ein, dass wir in diesem, also unserem Vaterland der Anarchie, ein beträchtliches Stück näher gekommen sind. Ja. Herr Bundeskanzler, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch. Bitte schön, bitte schön. So, und jetzt machen wir einer drauf. Oh ja, komm, geh mal rein. Und was mit dir? Warte mal. Bärbel? Komm halt. Oder soll ich später? Kost du nur dein Triumph aus. Na komm schon. Wenn wir die Erschließungskosten neu berechnen lassen müssen, kostet es die Gemeinde fünfstellig Summen. Frage mal dein Bub, vielleicht verrät er dir, wo sie die Akte versteckt habe. Mein Bub hat ein einwandfreies Alibi. Ja. Warten wir doch die Ermittlungen ab. Wahrscheinlich ist, dass die Täter unter den Taunustaler Straßenbaugegnern zu suchen sind. Und das könnte uns in eine unangenehme Zwickmühle bringen. Sehr richtig, eben sind wir am Punkt. Das Dumme ist nämlich, mir habe gerade einen genialen Alternativplan entwickelt, den ich euch gleich hier am Modell erläutern möchte. Der Plan ist deshalb so genial, weil er erstens die Gemeinde kaum was kostet, zweitens die nächste Wahl sichert, weil drittens der Ausbau der Hauptstraße wenigstens in nächster Zeit unnötig wird und weil er viertens von uns ist. Was? Das sieht ja so aus, als hätten wir uns von der Downstar die Pistole auf die Brust setzen lassen. Richtig, deswegen können wir den Plan auch nicht vorlegen, dass die Akte nicht wieder da sind. Herr Meister, Telefon fürs. Ja, erklär du denen, was mir für Genies sind. Klar, Emil. Ja. Also. Ja, hier haben wir nun die Erde gebracht. Der Pfarrer hat sich nicht einmal verhaspelt. Hat sie dich nicht einmal für die Beerdigung von deinem Großvater ausdrücklich erzählt? Dann muss ich ja vor ganz Ort schämen. Ach, nervenbild. Ein Maigrab braucht in so einer Aufmachung erst gar nicht zu kommen. Ja. Jürgen, hast du mal einen Moment Zeit? Der die Frechheit besitzt, sich überhaupt auf den Friedhof zu wahren. Ach komm, lass das. Geh schon vor. Passt. Was willst du? Also, rette man nicht lang um den heißen Brei rum. Wenn die Akte in zwei Tagen wieder da sind, könnt ihr euren Bumslade weiter betreiben, bis ihr euch dumm gesoffen habt. Ihr habt das doch immer noch nicht gefunden. Verkauft mich nicht für blöd. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass nicht abgerissen wird. Weil wir oben übers Bauland eine Umgehungsstraße kriegen. Mhm. Ich will nicht wissen, was da hingebaut werden soll. Kleine Manhattan, ne? Ach, das ist doch völlig übertrieben. Ein Familienhäuser kann sich natürlich bei der heutigen Baupreise gar nicht mehr leisten. Ach, Emil, hör doch auf, erzähl mir nix. Wollt ihr hier eine Bonzesiedlung ins Ort? Hast gewonnen. Gegen deinen Fortschritt ist kein Kraut gewachsen. Komm, Horst. Also haben wir uns verstanden? Hier, zum Opa.
Mein lieber Jürgen, dieses Geld sollst du bekommen, wenn ich einmal von euch gegangen bin. Komm, gib mir mal die Brille. Ich habe es von meiner Rente abgespart. Meine Habe ist leider schon früh in die Hände meiner Kinder übergegangen. Ein Fehler, den ich später noch bitter bereut habe. Es ist nicht viel, was ich dir hinterlassen kann. Doch hilft es dir vielleicht, zu dir und einem sinnvollen Leben zu finden. Ich wünsche dir das von Herzen, dein Opa. Wir wollten die eichliche Lebensversicherung dafür abschließen. Aber du bist alt genug. Steck das doch nicht einfach so ein, das fällt dir doch raus. Und bring's morgen gleich auf die Bank, nicht, dass das noch geklaut wird. Was soll denn jetzt mit dem Haus werden? Allein ist es uns zu groß. Ihr hättet doch aber praktisch die ganze Wohnung für euch, du und die Bärbel. Wie erklären Sie sich, dass die Akte ausgerechnet auf dem Grundstück des Bürgermeisters versteckt waren? Ach, wissen Sie, im Moment bin ich froh, dass wir wieder arbeiten können. Gibt's neue Spuren? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wir kennen den Täterkreis. Im Moment deutet alles auf einen Lausbubenstreich hin. Politische Motive halten Sie also für unwahrscheinlich? Ach, das wäre doch an den Haaren herbeigezogen. Man sagt, in Ihrem Heimatdorf hätten Sie wenig Freunde. Herr Bürgermeister? Ja. Ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass es uns gelungen ist. Und zwar, das betone ich ausdrücklich, vor dem Verschwinden der Akten, dass es uns gelungen ist, eine Lösung zu finden, die den Fortbestand des alten Dorfkerns sichert und alle Seiten zufriedenstellen wird. Aber darüber werden die Stadtverordneten in den nächsten Wochen gemeinsam zu befinden haben, so wie es die Spielregeln unserer Demokratie vorschreiben. Ich danke Ihnen. Pass, Ticket, Schecks, Führerschein. Hätte ich ja wohl alles. Vom Reisefieber merke ich ja nicht viel bei dir. Vielleicht warte ich drauf, dass du sagst. Nee, nee. Jetzt fahr du mal. Ich dachte ja die ganze Zeit, wir wären ein ideales Paar. Doch dann kamst du mit mir einfach nicht mehr klar. Jetzt fühle ich mich so ziellos und aus der Bahn geschmissen und frage mich, habe ich mich denn die ganze Zeit nur selbst beschissen? Jetzt wirst du aber kitschig. Was soll's? Sache ist gelaufen, der Schmerz lässt nach. Allmählich wirkt der Wein. So ab und an muss ich mich noch besaufen. Das kennst du, gell? Doch nach und nach lern ich allein zu sein. Hoffentlich lernst du das wenigstens. Na, hoffen wir's. Vergiss mich nicht.
Jürgen, ich... Ja? Du musst los. Kommst du nicht mit zum Flughafen? Ich bleib lieber noch ein bisschen hier. Allein. Ich werde noch etliche Jährchen auf der Preise haben. Mit dem sind wir noch lange fertig. Den machen wir noch zum Quartalsräuber, sag ich dir. Und vielleicht wird er noch Stammgast bei uns in der Kneipe treffen. Gerade ist die Schulter an uns vorbeigeschlankt. Hart angeschlagen. Hat nicht mal mehr die Autotür aufgekriegt, so besoffen war er. Sag mal, hast du einen Taxischlüssel dabei? Was hast du denn vor? Hier, nimm doch mal die Tasche und fahr mit dem Bus hinterher, schnell. Was du Sau dich kriegst! Warum bremst du doch in Vieh hier auf freier Strecke? Das war ein Reh, Schulz. Lass es nicht sehen. Das hast du doch extra gemacht, du Sauhund, du Verfluchter. Oh, oh, oh. Das wird teuer. Da muss die Polizei her, hm? Also gut. Wir vergessen, was war und regeln die Sache ohne Männer. Ich übernehme die Schuld. Horst, mach das mal schriftlich hier. Mach das mal klar. Ich rufe den Schleppdienst. Ich muss weg. Komm, wir müssen zum Flugplatz. Heiß gebracht, sehr heiß. Mach's gut, Alter. Auf. Gut, Alter. Und melde dich, wenn du einen guten Platz gefunden hast. Ja. Komm, vielleicht ziehen wir eine Traube was auf. Da haben die Leute immer getauscht. Würden die besten Plätze auch schon vergeben sein. Hier, echt? Ich werde bald. Abflug Viasa 701 nach Caracas. Flugsteig A2. Mama, komm, Harry! Komm, komm! Komm, komm!
Whisky-Katze, Schenke, Cola, Christe. Ach, dein Cola kommt dir nachschieben, Mann. Ab heute wieder wie jeden Abend der knallharte Absturz bei heißer Musik und kalten Getränken. Ihr klein Papa, ich kriege kein Whisky, sagst du dir. Haha! Ha. Dann krieg ich noch mal mir, oder was? Moment, bitte, Moment. Mach mal hier, los, komm, mein Gott. Langsam, also war das gerade weh zu.